Hey Fuchs, ich bin's wieder, eure Katrin, und diesmal habe ich den Dilophosaurus mitgebracht, den ich euch näher vorstellen will. Ein fantastisches Modell, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Er ist nicht wirklich groß, aber dennoch unglaublich gut gemacht. Schaut ihn euch an, ist der nicht fantastisch? Ein Traum, wirklich ein Traum. Der Dilophosaurus von Papo ist wahrlich eine Schönheit und orientiert sich diesmal nicht am Dilophosaurus aus Jurassic Park aus dem ersten Teil, sondern eher an wissenschaftlichen Fakten, an Schädelfunden, so wie er tatsächlich ausgesehen haben könnte oder zumindest an den tatsächlichen Schädelstrukturen. Dieses Tier gehörte zu den älteren Dinosaurierarten, denn er lebte im Unterjura vor etwa 201 bis 190 Millionen Jahren. Eine unvorstellbar lange Zeit. Er wurde in Arizona gefunden, USA, und gehört auch zu den Echsenbecken-Dinosauriern. Sein Name bedeutet Zweikammechse. Und ich denke, warum das so ist, sieht man hier sehr schön. Er hat hier zwei wunderschön angedeutete Knochenkämme auf dem Schädel aufsitzen. Er war sehr leicht gebaut, bei einer Länge von durchschnittlich 6 Metern wog er wahrscheinlich lediglich 500 Kilo. Sein Hals war lang und schlank, das sieht man hier auch sehr, sehr schön an diesem Modell. Auch der mit großen Schädelfenstern versehene Kopf war leichtgewichtig. Außerdem war ein Teil des Oberkiefers hakenförmig nach vorne geknickt. Dieses Merkmal wiesen von den übrigen Theropoden nur einige andere Zylophysoiden sowie Spinosaurier auf. Durch seinen leichten Körper und die langen Hintergliedmaßen war er vermutlich auch ein schneller, wendiger Raubsaurier, der seine Beute möglicherweise im Sprint erjagte. Seine Zähne waren schmal und lang und nicht für die Jagd nach großen Beutetieren geeignet. Stattdessen nimmt man an, dass Dilophosaurus kleinere Dinosaurier wie Scutellosaurus erbeutete oder bei der Jagd auf größere Dinosaurier seine klauenbewehrten Extremitäten benutzte. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass Dilophosaurus Fisch als Nahrung bevorzugte. Die anatomische Ähnlichkeit seines Schädels mit denen der ebenfalls Piscivoren Spinosaurier erscheint, diese Annahme zu bekräftigen. Das auffälligste an Dilophosaurus waren aber wohl die beiden namensgebenden Knochenkämme auf seinem Kopf. Da sie für den Gebrauch als Waffe zu empfindlich und zu dünn waren, wäre es möglich, dass sie auffällig gefärbt gewesen sind und bei der Balz eine Rolle gespielt haben, also geschlechtsspezifische Merkmale waren. In diesem Fall könnten sie beim Imponiergehabe gegenüber Rivalen oder bei der Brautwerbung eine Rolle gespielt haben. Für diese Theorie spricht die Tatsache, dass einige Individuen kleinere Kämme aufweisen, also quasi Weibchen gewesen sein könnten. Im Film Jurassic Park wird der Dilophosaurus viel zu klein dargestellt, mit einer Länge von ca. 1,50 Meter. Tatsächlich war er aber 6 Meter lang, während Velociraptor viel zu groß dargestellt wurde. Nun, dieses Tier war doch viel, viel größer. Und nun stelle ich euch das Modell selber einmal vor. Zunächst einmal, wie üblich, die Länge. Auch dieses Modell macht es einem da nicht sehr einfach. Durch den gebogenen Schwanz. So ist er ca. 14 cm lang. Wäre der Schwanz ausgestreckt, wäre er noch viel, viel länger. Und er hat eine Höhe von, ja, 9,5 cm hier an dieser Stelle. Also ein kleineres Modell, wie man sieht. Sehr, sehr schön gemacht. Auch in einer ganz, ganz tollen Pose. Es ist ein Tripod. Er stützt sich hier auf dieser Hand ab. So, hier haben wir die Nahansicht des Kopfes und man sieht hier ganz wunderbar, wie fantastisch dieses Modell gearbeitet ist, wie geradezu lebensecht das Gesicht auch dargestellt wurde, wie wunderschön dieser Knochenkamm auch koloriert wurde. Dieses sonst schlichte Grau im Gesicht, ja, da kommt das sehr, sehr gut zur Geltung. Er hat ein orangefarbenes Auge mit einer sehr, sehr kleinen Pupille da drin. Die Zähnchen wurden einzeln gestaltet und koloriert. Auch hier ist der Kiefer wieder beweglich, lässt sich auch ganz schließen. Sieht so oder mit geöffnetem Maul. Es geht natürlich ein bisschen schwieriger, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Sieht so oder so in beiden Positionen toll aus. Dann haben wir hier so einen hängenden Hautlappen an der Kehle, was auch nochmal sehr beeindruckend aussieht, wie ich finde.
Dann haben wir, wie eben schon erwähnt, diesen langen, schlanken Hals. Hier nochmal so ein paar kleine Stacheln auf der Oberseite des Nackens. Ein schöner orangefarbener Strich. Ja, rostbraun, orange ist der. Sieht ganz, ganz toll aus. Auf diesem blau-grau. Sehr, sehr schön gemacht. Dann geht es weiter zum Körper. Hier haben wir wieder diese Linie, die sich hier noch so fortsetzt. Auf dem blau-grau, ja, zum Teil schon fast metallic-blau schimmernd. Er glänzt auch so ein bisschen. Hier haben wir wieder den Brustkorb, der hier so ein bisschen durch die Haut sticht. Auch das ist irgendwie typisch für Papo, für die Raubsäure. Die werden alle etwas unterernährt dargestellt, aber das Leben war nun mal hart. Denen wurde nichts geschenkt. Die mussten sich ihre Beute hart erkämpfen, wie auch heutige Raubtiere. Dann haben wir hier diese unglaublich gut gestaltete Hand mit diesen winzig kleinen Krallen da dran. Ganz fantastisch. Weiter geht's zum Oberschenkel. Hier setzt sich der Beckenknochen nochmal schön ab. Ein muskulöser Oberschenkel, eine schön definierte Wade. Dann geht es weiter zu dem sehr, sehr gut designten Fuß mit diesem schönen Ballen hier noch dran. Diese herrliche Vogeloptik hier. Ganz fantastisch. Also Papo-Figuren begeistern mich doch immer und immer wieder. Hier sieht man nochmal den anderen Fuß. Ja, der sich hier so beim Gehen abrollt. Ganz fantastisch, dieser klassische Ballen hier nochmal richtig fantastisch gemacht. Schauen wir uns das nochmal so an. Das sieht einfach klasse aus. Hier diese kleine Extrazehe hat auch so seinen Reiz. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Hier nochmal von der anderen Seite etwas besser zu sehen. Auch die Krallen sind hier wieder sehr, sehr schön gemacht. Einfach brillant. Da haben wir gleichzeitig auch die andere Seite des Körpers. Hier setzt sich dieses wunderschöne kleine Schulterblatt ab. Und auch hier der Brustkorb zu sehen. Hier sind ganz, ganz viele kleine Äderchen noch mit eingearbeitet worden. Fantastisch, also wirklich beeindruckend. Hier sieht man nochmal so eine kleine Hautfalte, so ein Hautlappen. Auch wirklich ganz, ganz toll gemacht. Sehr stark hier auf dieser Hand, da stützt er sich ab. Wie gesagt, es ist ja ein Tripod. Das ist dann also die Unterseite des Modells. Der Unterkiefer einmal weitergehend zum Hals mit dieser schön ausgearbeiteten kleinen Halsfalte. Hier diese kleine Hautfalte nochmal unter dem Kiefer. Auch hier wieder sehr krokodilartig gemacht. Auch der Bereich ist ganz fantastisch modelliert worden. Ganz, ganz toll. Die Unterseite der Füße. Sieht man es nochmal schön. So. Und hier geht es weiter zu dem sehr gebogenen Schwanz. Hier weist er noch so ein angedeutetes Streifenmuster am Oberschenkel auf. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Na, hier diese kleinen Osteoderme noch am Hals. Finde ich auch sehr, sehr schön. Nochmal der Blick ins Maul. Viel erkennen kann man, glaube ich, nicht. Vielleicht geht das jetzt so ein bisschen besser. Also auch wieder ganz fantastisch gemacht. Ein richtiges kleines Kunstwerk. So schön. Hier kann man auch nochmal die Schädelfenster nochmal sehr schön sehen, die auch zur Reduzierung von Gewicht gedient haben. Hier ist nochmal dieser wunderschöne, schlanke Schädel von oben. Man sieht hier die beiden Nasenlöcher und diese beeindruckenden Knochenkämme hier.
sieht das ganze Modellchen dann nochmal von oben aus. Ach, ist einfach traumhaft schön. Einfach nur traumhaft schön. Auch die Pose überhaupt. Ganz fantastisch. Tja, ihr Lieben, die Lophosaurus von Papo. Wie gefällt er euch denn so? Also gefällt er euch genauso wie mir? Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes, klitzekleines Modellchen. Wunderschön. Auch das sollte in keiner Sammlung fehlen. Wie immer könnt ihr in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich noch meinen Link dazu reingepackt. Zu diesem wunderschönen kleinen Kerlchen hier. Und da bedanke ich mich auch wieder fürs Reinschauen. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr mögt, wenn euch meine Videos gefallen. Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, eure Katrin. Bye!